Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Und eigentlich sollte das hier mal ein Stream werden. Ist es aber nicht. Finde ich jetzt traurig. Egal. Ich bin der dufte Typ. Das ist die Tieferpuppe. Und wir sind hier in Colusia immer noch auf der Jagd nach Lord Vorthry, der sich da oben in dem Gulk, dem riesigen Berg dort oben, verschanzt. Wie dem auch sei. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr trotz anderer Projekte immer noch ganz gerne mal ein Auge offen haltet, ob ich mal neue Videos von Final Fantasy 14 liefere. Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Nun ja, ich betreibe einen Let's Play Channel und gerne spiele ich auch mal andere Let's Plays und auch andere Spiele und dementsprechend ist für mich Final Fantasy 14 Ja, es ist ein Spiel wie jedes andere auch für mich und deswegen habe ich dann halt eben mehr Lust und mal weniger Lust und ich meine, wir spielen dieses Spiel jetzt mittlerweile schon seit gut 6 Jahren und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn das natürlich nicht der Weg ist, den ich selber einschlagen möchte, dass ich dann doch hart nur auf Final Fantasy 14 reduziert werde. Das finde ich ein bisschen schade. Denn, ja, es gibt viele, viele, viele coole Spiele, die ich gerne spielen würde und spiele. Und deswegen gab es dann halt eben auch jetzt in den letzten paar Wochen, Monaten viele neue Projekte, vor allem auch andere Projekte, die ich unbedingt mal vorführen musste. Ein Star Wars Titel war, glaube ich, auch dabei. Ja klar, Fallen Order, mega geiles Spiel. Und ja, wie gesagt, würde es echt mega schade finden, wenn ihr euch nur darauf verlasst, dass ich dieses eine Spiel spiele. Das ist gar nicht der Fall. Ich spiele eine ganze Menge andere Sachen. Ja, wie dem auch sei, Story voran, da ist der Tristle. Und wir machen hier weiter. Ihr seid doch die Freien, die... Du hast allen Grund, misstrauisch zu sein. Aber bitte hör uns erst einmal an. Ich habe eine Aufgabe und die lautet, diese Leute auf den Gulk zu bringen. Und zu diesem Zweck werde ich einen gewaltigen Talos zum Leben erwecken. Dazu brauche ich die Hilfe von Leuten, die diese Gegend gut kennen. Dich und die Bewohner dieses Dorfes. Unsere Hilfe? Wir sollen dir helfen, nachdem du uns du und deinesgleichen nichts als taube Ohren für unsere Bitten und Flehen hatten? Wir haben nicht vor, die Schuld Vorthry zuzuschreiben. Für alles, was ihr in Yulmo erleiden musstet, tragen wir die Verantwortung. Als privilegierte Freie verloren wir den Blick für die Leiden der Arbeitenden. Und warum? Weil es uns am bequemsten für war. Doch jetzt wissen wir, was wir euch angetan haben. Und wir wissen, dass keine Entschuldigung eure Qualen einfach so aus der Welt schaffen kann. Doch bitte, lasst uns beweisen, dass wir es ernst meinen. Es ist nicht so einfach. Ich möchte euch vergeben, aber ein Teil von mir schreit nach Rache. Ja, wir betraten eure Stadt aus freien Stücken, doch die Erniedrigung erlitten wir durch eure Hand. Aber das werden wir nun hinter uns lassen. Wir brauchen keine Wandgemälde der Schuld. Wir brauchen eine leere Leinwand, die unsere Zukunft in den hellsten Farben zu malen ist. Wir werden dir helfen. Nur eine Bitte habe ich, dass der Talos auch ein gutes Motiv abgibt. Das verspreche ich dir. Ich werde sofort mit der Konstruktion beginnen. Ich möchte erste Ergebnisse vorweisen können, wenn die anderen wieder da sind. Es bleibt ein schwieriges Unterfangen. Es ist ein fast unmögliches Unterfangen, aber kein Talos ist zu groß für einen Meister der Daedalus-Steinhauerei. Ja, das höre ich doch gern.
Wunderbar. Verdammt! Eins hatte ich vergessen. Gibt es ein Problem? Naja, also, ich habe genug Arbeitskräfte, um Steine aus dem Erdreich zu schlagen und genug Magier, um den Riesentalos mit Lebensenergie zu speisen. Gerade eben noch bei den allerersten Überlegungen dachte ich, das wäre alles. Aber ich habe eine überaus wichtige Sache vergessen, etwas, ohne das kein Talos je zu Leben erwecken kann. Das Herz. Richtig, das Herz. Wie schön, mit jemandem zu sprechen, der etwas über die Funktionsweise von Talui versteht. Könnte ich euch diese Aufgabe überlassen? Du scheinst dich ja damit auszukennen. Besorge ein Herz. Eins, das groß genug ist für den größten aller Talui. Das wäre auch viel zu einfach. Na gut. Ich glaube, ich weiß, wer euer Gestein für ein Talos-Herz beschaffen kann. Die Tolls, eine kleine Zwergensippe, die sich schon seit Generationen durch den Boden dieser Region wühlen. Keiner weiß besser, welche Schätze sich darin verbergen als sie. Wenn ihr ihnen alles erklärt, werden sie euch bestimmt helfen. Es können griesgrämige Gesellen sein, aber sie sind hilfsbereit. Es war einer von ihnen, der mir den verborgenen Tunnel nach hier oben zeigte. Ihr Dorf heißt Tomra und es liegt nordwestlich von hier. Sprecht mit Xamot, ihrem Sippenvater, und vergesst nicht, ihnen einen kräftigen Huladrio zu grüßen. Bitte lass mich dich begleiten, Dufte. Die Bewegung wird mir gut tun und vielleicht kann ich dir helfen. Geht und besorgt das Herz. Vergesst nicht, es muss Äther leiten und aus dieser Region sein. Der Rest ist egal. Ich werde mich in der Zwischenzeit beeilen, die Konstruktionspläne für den Riesentalos fertigzustellen. Okay. Na dann, wollen wir doch mal zu den Zwergen. Ich glaube, da oben wohnen die. Ja. Und das heißt für uns, ab auf den Vollstrecker! Und hinauf da. Nee. Wo ist eigentlich die nächste Windätherquelle? Südosten. Dammit! Egal. Kommen wir noch hin. Wie viele Windätherquellen haben wir hier eigentlich schon? Mal gucken. Aha, uns fehlen noch 3 Stück. Sehr gut. Aber gut. Erstmal das eine, dann das andere. Und mir erstmal einen Kaffee. Schnupp. So, diese Gegner werden mir nichts tun. Hoffe ich. Ausrüstung brauchen wir auch nicht wechseln. Perfekt. So hab ich das doch gern. So, da drüben haben wir auch gleich einen Eteriten, mit dem wir uns verbinden können. Das finde ich auch herrlich. Aber erstmal mit dem Kristallexarchen sprechen. Tomra, ich bin gespannt, was für einen Empfang uns die Zwerge bereiten. In Kristarium bekommen wir sie so gut wie nie zu Gesicht. Ein seltsames Gefühl, so viele von ihnen zu sehen. Aber endlich bin ich mal nicht der Kleinste in der Runde. Eine willkommene Abwechslung, muss ich sagen. Holadrio! Holadrio? Was war das denn für ein schlapper Gruß? Hat man dich etwa in einem Federbett großgezogen? So grüßt doch niemand, der seinen Kopf nach getaner Arbeit auf einen anständigen Kieselkissen ausruht. Jetzt nochmal, und diesmal will ich euch beide hören. Holadrio! Holadrio, hohoho!
Naja, nicht schlecht. Für ein paar Nicht-Zwerge. Gut, jetzt da wir das erledigt haben, will ich euch mal was Wichtiges fragen. Wer zum Grubenschreck seid ihr und was macht ihr hier? Die Bewohner von Eintracht rieten uns, bei euch vorzusprechen. Wir wollen die Tolt um eine freundliche Hilfe bitten. Würdest du uns zu eurem Sippenvater Xomot bringen? Schon erledigt. Ich bin Xomot. Ich heiße euch in Tom'ra willkommen. Wenn die Bewohner von Eintracht euch vertrauen, will ich es auch tun. Scheue Gesellen sind das. Also, was habt ihr auf dem Herzen? Flashback. Dann sind die Leute da unten also endlich zur Besinnung gekommen. Ich dachte schon, die wären vollkommen verweichlicht. Allerdings haben wir, wenn ich ehrlich bin, diesen fliegenden Marmorstatuen auch nicht viel entgegenzusetzen. Wenn wir euch helfen können, werden wir es tun. Wir würden nur allzu gern sehen, dass wieder Ruhe in die Gegend einkehrt. Aber dieses Gestein, das ihr für den Talos braucht, es ist ziemlich kostbar. Wenn euer Plan in die Hose geht und das ganze Erz futsch ist, würde alles Bier der Welt nicht reichen, meinen Zorn zu glätten. Ich muss sicher gehen, dass ihr es auch drauf habt, die Sache durchzuziehen. Ihr werdet euch einer Prüfung unterziehen, einer Prüfung tief aus den Stollen der Geschichte. Was soll das für eine Prüfung beinhalten, wenn die Frage gestattet ist? ihr werdet sehen. Mich dünkt nichts Gutes an dieser Stelle. Aber wie dem auch sei, wir kriegen das trotzdem gematcht. Ach, jetzt laufe ich hier gerade an einem Etheriten vorbei. Ich will mich natürlich mit dem harmonisieren, kuscheln, fröhlich sein, Spaß haben. Xamot wartet da hinten schon auf uns. Das ist wunderbar. Also, hört gut zu. Wir Zwerge leben vom Bergbau. Kein heranwachsender Zwerg kann es erwarten, so schnell wie möglich Hammer und Spitzhacke zu ergreifen und die ganze Welt nach Erzen umzugraben. Ein Weltenumwälzer oder wie wir sagen, Weltenranner. Doch die Minenarbeit ist gefährlich. Jeder Jungzwerg, dessen Bart die richtige Länge erreicht hat, muss sich zuerst der Prüfung unterziehen. So ist es Brauch seit vielen Generationen. Nur wer diese geschichtsträchtige Prüfung besteht, verfügt über die 3Ds, oder die man in der Mine zum Scheitern verurteilt ist, Dussel, Denkvermögen und dicke Arme. Und ich darf 3D-Weltrunner nennen. Und darf sie 3D-Weltrunner nennen. Seht euch meinen Helm an und merkt euch gut, wie er aussieht. Ihr bekommt eine Steinschleuder und müsst damit alle Zwerge treffen, die nicht so einen Helm aufhaben. Die Prüfung kann jederzeit abgelegt werden. Sprecht mit dem Prüfmeister, wenn ihr bereit seid. Okay, hässlicher Helm. Moment. Was unterscheidet diesen Helm und diesen Helm? Verdammt. Egal, wir tun es trotzdem einfach. Wird schon schief gehen, würde ich sagen. Also denn, Prüfmeister. Holla Drio, der Sippenvater hat dich bereits angekündigt. Komm, ich zeig dir, wo du die Prüfung ablegst. Weißt du schon, wie das geht? Um dich 3D-Weltenrunner zu schimpfen, musst du Zwerge ohne Tollhelm mit der Schleuder abschießen. Ich gebe dir einen Probeschuss. Ah, okay. Also brauche ich gar nicht darauf achten, wie der Helm aussieht, sondern ich muss nur darauf achten, dass er keinen Helm hat. Ach nee.
Da unten war gerade was. Na komm. So. Jetzt habe ich dich. Holla Drivo, was für ein Schuss. So hast du Chancen, die Prüfung zu bestehen. Okay. Oh. Ich sehe, du hast verstanden. Gib Bescheid, wenn du die Prüfung ablegen möchtest. Yep, lass loslegen. Übrigens gibt es auch Zwerge mit dem richtigen Helm. Du darfst natürlich nicht treffen. Also sieh gut hin. Ja gut, das war klar. Irgendwo muss es ja schwieriger werden. So, dich habe ich. Das war's? Gut gemacht. Du kannst dich jetzt mit Stolz einen 3D-Weltenrunner nennen. Das war jetzt ein... Das war zu einfach. Kehre nun zum Sippenvater zurück. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr diesen Unfug, der das Land heimsucht, ein Ende bereitet. Der fliegende Vulkan wirft einen hässlichen Schatten auf die Felsen. Ich hoffe auch, dass ich das hinkriege. Aber wie wäre denn nicht? The Warrior of Darkness? Wenn das schief gehen will. Ich gratuliere dir. Du hast wahrlich das Zeug zum Weltenrunner. Die Prüfung ist unfehlbar. Du hast bewiesen, dass das Gestein in deinen Händen gut aufgehoben ist. Ich werde euch helfen. Yay. Wusstet ihr, dass Colusia reich an Schwefel ist? Nein? Jetzt wisst ihr es. Die Tolls bringen seit alters her nur das Beste davon an die Oberfläche. Hin und wieder passiert es, dass sich in denselben Gesteinsschichten ein seltenes, magiehaltiges Erz namens Kristallkeim anlagert. Früher veredelten wir es für die verschiedenen Zwecke, doch die Technik ist in Vergessenheit geraten. Das Gestein ist natürlich immer noch da und das reichhaltigste findet man in Duergas Schlot. Leider qualmt der Schlot im Revier unserer Erzrivalen, der Gock-Sippe. Sorry, das Gelaber. Langweilt mich. Sie beanspruchen die Bodenschätze für sich und lassen niemanden auch nur in die Nähe. Geizige, gierige, vom Grund auf böse Ganoven sind die Gocks. Ihre Habsucht kennt keine Grenzen. Am besten hält man sich von ihnen fern. So sagen es viele, eigentlich alle. Legenden der Tolls. Aber wenn ihr an den Kristallkeim wollt, müsst ihr euch wohl mit ihnen abgeben. Ich frage mich allerdings, wie das enden wird. Wir hatten schon mit dem einen oder anderen unkooperativen Verhandlungspartner zu tun. Bestimmt bekommen wir auch bei den Gocks einen Fuß in die Tür. Mit den Füßen voran ein guter Ansatz. Ich sollte euch einen der unseren zur Seite stellen, damit er euch bei den Verhandlungen hilft. Ich werde mitgehen. Koro, du? Entschuldige, ich konnte nicht anders, als euch zu belauschen. Die scheußlichen Sündenvertilger sind eine Pest, aber dass ein Lichtbringer den schönen Gulk aus der Erde gerissen hat, ist ebenso unglaublich wie unverzeihbar. Ganz Colusia, nein, die ganze verbleibende Welt bringen sie durcheinander. Wenn ich etwas tun kann, will ich es versuchen. So viel Einsatz lobe ich mir, aber es ist keine leichte Aufgabe. Kurut ist jung. Aber einer unserer besten Minenarbeiter, wo er seinen Spitzhacke niedersausen lässt, ist Erz. Darauf kann man sich verlassen. Er hat einen sechsten Sinn für gute Fundstellen. Im Kampf aber trifft seine Spitzhacke nur selten das Ziel. Ich fürchte, wenn er euch begleitet und ihr angegriffen werden solltet, und das ist zurzeit nun mal sehr wahrscheinlich, wird er euch nur zur Last fallen. Sippenvater, ein bisschen mehr Vertrauen bitte. Dass ich bei der letzten Keilerei in Zechers Zeche als erster zu Boden ging, hängt auch mit meiner Metallergie zusammen.
Aber versteh doch, ich will nicht einfach den Helm über beide Ohren ziehen und so tun, als wäre die Welt in Ordnung. Lass mich den Fremden helfen. Okay, kümmere dich um das Gestein, ich kümmere mich um dich. Vielen Dank. Ich werde auch versuchen, euch nicht zur Last zu fallen. Wenn ihr einverstanden seid, bin ich es auch. Bringt ihn mir nur in einem Stück wieder nach Hause, ja? Wenn wir uns dem Gulk nähern, werden wir ohne Zweifel mit Sündenvertilgern zu tun bekommen. Aber mit dir an der Seite braucht sich bestimmt keiner von uns Sorgen machen. Yay! Na denn, ab geht die Post. Um zu Duangas Schlot zu kommen, müssen wir eine Höhle weiter im Osten durchqueren. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Los geht's. Den Virtual. Also den. Immer den Weg nach Osten. Okay. Kann ich hier irgendwas vorbereiten? Ja, ich könnte mir ein bisschen gekochtes Ei krallen. Und Roffelkopf dann. Komm mal hier. Keiner. Ernsthaft. So, Kristallex habe ich gemacht, den glaube ich alleine platt. Das ist okay. Super, ich glaube der Weg ist frei. Na los, labert nicht. Weiter. Hopp, hopp. So, ich bin mal gespannt, wie weit der Weg hier ist. Und von wo die nächsten Sündenvertilger kommen. Hier ganz bestimmt. Sieht man ja schon. Hallo. Aber wie die nur auf den Kristallexarchen gehen, die Ollen. Mistviecher. Oh, da kommt noch ein anderer. Ach, da hinten ist er. Njom. Hab dich. So, schön hier Roffelkoptern. Und dann ist gut. Der Kristallexarch gibt Deckung. Das ist wunderbar. Und jetzt wird der hier aufgeknuspert. So. Easy Mode. Geht's hier gleich noch weiter? Mal gucken, was zuerst kommt. Leerer Kaffee oder... Was sind wir denn jetzt? Oh, das scheint noch ziemlich weit zu sein. Okay, würden die hier nicht die ganze Zeit labern, dann würden wir auch schneller kommen. Schwierige Frage, wie lange wir uns kennen. Ich glaube, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Oh weia. Ich versuche erstmal den Kleinen hier zu beschützen.
So, das läuft doch. Ach, komm. Einmal auf das richtige Ziel sprechen ist auch so eine Sache. Die will bei mir gar nicht. So, jetzt seid ihr Freunde dran. So, schon besser. Sag mal, heilt der eigentlich nur? Ist ja blöd. Wenn nur heilt, dann ist natürlich auch mega Schwachsinn, was ich hier mache mit dem Roffelkoptern. Nee, er macht auch Schaden, das ist gut. So, das sieht mir nach dem nächsten Weg aus. Wie weit ist es denn noch? Das hätte ich auch ganz gerne. Etwas weiter hinter diesem Hügel. Ah, da vorne ist die Höhle. Jetzt sehe ich sie. Perfekt. Ach komm. Oh. Schön umzingelt. Ich bleib mal bei euch. Ja. Genau. Kommt mal hier ran. Fein. Das war ja sogar mal ein richtig gezielt eingesetzter Limit Break. Ha. Haben wir es schon geschafft? Oh wei. Sie blockieren den Eingang. Haben Sie uns gerochen? Sie werden uns auffressen oder schlimmer. Wir brechen durch, Breitdufte. Ich habe eine Spitzhacke. Mit der hack ich euch kaputt. So, die Frage ist, mit wem fange ich denn überhaupt an? Los geht's. Ah, okay. Ich fange mal lieber mit denen an, die hier getethert sind. So, den ersten haben wir schon mal. Und den zweiten gleich auch. Wie sieht's denn hier aus? Oh, war ja der Kristallexarch sieht hart ramponiert aus schon. So, schnell in Requiescat. Und hier mal ein bisschen Piu-Piu machen. Es ist schön, wenn Requiescat... Ach, fuck, voll reingewandert. Wenn Requiescat auf Instant läuft, finde ich mega gut. Ring. So, nur noch der eine hier. Ich hoffe, dann war's das. Wundervoll. Oh, oder auch nicht. Erstmal einen großen. Na, fuck it.
Nee. Hör mal auf, in mir drin zu stehen. Wie so ein oller Noob. So, einen haben wir noch. Und komm, das war jetzt aber der letzte, oder? Das war's. Das war's doch. Fuck. Auf ein Kristallexzeichen gelinkt. So, dreht er sich? Ja, er dreht sich. Ich habe ihn mal eben einfach mal herausgefordert. So, ja. Der macht doch gar nichts. Außer ein bisschen durch die Gegend wirbeln. So, gleich geht's in Drifis Cut und dann geht's richtig ab hier. Einmal kurz ausweiden und los geht's. Pew 1. Pew 2. Pew 3. Und 4. Nochmal ein Verwegenheit, Selbsterhaltungstrieb dazwischen. Oh, was passiert jetzt? Holt er Freunde oder so? Wow. That's not true. Oh. Das war jetzt gerade schon ein bisschen hinterlistig. Aber okay, passt schon. Hier nochmal ein Schild dran zwischendurch. Um noch ein bisschen die Auto-Hits abzuwehren. So, einmal kurz raus hier. Schild werfen. Und ran. Immer schön. Ausweiden, draufschlagen, Spaß haben. Jetzt kommt er hier mit solchen komischen Moves an um die Ecke. Sie sind ganz großer, ne? Ich weiß. Ja, ja, ganz großer bist du. Nur weil du grimmig aussiehst, heißt das nicht, dass du nicht trotzdem aufs Maul bekommst. Also, aber glücklicherweise ist das hier jetzt gleich geschafft, nicht? Ne? So, Kristallexzeichen, hast du nochmal so einen Zauber, der hier den Gegner one-shottet oder sowas? Na, also, das war doch easy. Ernsthaft? Erkundung, aktuelles Arsenal, Areal, okay. Gut, wir leben, wir leben. Schnell in die Höhle, bevor noch mehr von denen hier aufkreuzen. Ja klar. No prop. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 14 mit dem duften Typ und seinen Freunden. Und ja, nicht vergessen, Daumen nach oben, Abo dalassen, Glocke drücken, Facebook adden, Twitch adden, Discord adden, Handynummer in die Kommentare schreiben und hast nicht gesehen. Bis bald.